Die Universe Era schenkt uns zu WrestleMania 26 gleich 3 Matches. Absolut unglaublich. Zum einen Chris Jericho gegen Edge, dass wir diesen Part sehen werden. Dann haben wir noch Batista gegen John Cena und dann selbstverständlich im Main Event. Ich hatte mich im letzten Part vertan. Undertaker gegen Shawn Michaels. Erst bei WrestleMania 27 war es nicht mehr im Main Event, oder? Ja, genau. Und ja, so kommen wir eben zu Chris Jericho gegen Edge. Beim Bash von 2009 gewannen Edge und Jericho die Unified, waren es ja dann schon, WWE Tag Team Championships. Aber ihre Partnerschaft währte nur kurz, da Edge wegen einer Verletzung seine Hälfte des Titels aufgeben musste. Jericho distanzierte sich sofort von Edge und schrieb sich selbst sämtliche Erfolge des Teams zugute. Edge kehrte später vor seiner Verletzung zurück und gewann das Royal Rumble von 2010. 3 Wochen später gewann Jericho die World Heavyweight Championship in der Elimination Chamber. In der darauffolgenden Nacht bei der Raw-Veranstaltung kündigte Edge seine Entscheidung an, gegen Jericho anzutreten. Bei der World Heavyweight Championship. Ach du Scheiße, ist das schlecht übersetzt. Um den World Heavyweight Championship bei WrestleMania 26 eben hervorgehoben durch ein Spear an seinem ehemaligen Tag-Partner. Oh ja, da sehen wir ein sehr interessantes Bild, denn das war eben bevor die Titel Unified, also vereinigt wurden, der alte World Tag Team Title, den er um die Schultern trägt von Raw, und der WWE Tag Team Title von SmackDown, den er um die Hüfte trägt. Und da ist der Spear gegen Jericho. Yeah, so. Is for the World Heavyweight Championship. Introducing the challenger. From Toronto, Ontario, Canada, weighing 241 pounds, the rated R superstar, Edge. Ladies and gentlemen, here is a 9-time world champion. Edge won this year's Royal Rumble, which gave Edge the opportunity to pick which champion he wore to face here at WrestleMania. Chris Jericho won the World Heavyweight Championship inside the Elimination Chamber. So what does Edge do on the next Monday Night Raw? He spears Jericho and says, I want to face you. He's the ultimate opportunist, JR. Ja, hat Edge eigentlich auch völlig richtig gemacht. Hat super Sinn ergeben. Gefällt mir ganz gut, dass wir jetzt hier Edge gegen Jericho spielen dürfen. Und hier kommt unser Champion. Chris Jericho is a 6-time world champion, a 9-time intercontinental champion, and one of the greatest superstars to ever grace the WrestleMania ring. Well, Jericho maintains that it is genetics that make him better than Edge. Wie geil ist denn das, dass sie diese Entrance einbauen? Sehr geil, der neue Jericho. WWE Fans here tonight in Glendale, Arizona. And the WWE Universe watching from all over the world in places like Jericho and Edge's home country, Canada, also New Zealand and Mexico, Spain, Romania, the Middle East, and of course on the Armed Forces Network. What a night! What a WrestleMania the world is witnessing. Na Gott sei Dank hat uns JR das nochmal komplett aufgesagt. Ja, hier ist unser World Heavyweight Champion Chris Jericho, Y2J. Also Entrance sehr gefeiert, gefällt mir. Wie arrogant der geworden ist. Naja, es war ja immer, aber die Entrance ist schon so richtig arrogant. So, ich denke, das reicht dann auch. Gehen wir lieber zum Match über. Jetzt habe ich gar nicht geachtet, was waren eigentlich meine Aufgaben. Yeah, World Heavyweight Championship. Jo, ist mir soweit bewusst. Ran an den Speck. So, und da geht's auch schon los. Führe einen Taunt aus, während sich Edge außerhalb des Rings befindet. Na, also das sollten wir ja wohl hinkriegen. Das ist auch mal interessant, ne? Jetzt hatten wir schon so viele WrestleManias und im Endeffekt ist das ja sogar nochmal eine Aufgabe, die nie dran kam bisher. Also irgendwie
vielleicht ein bisschen mit Gewalt versuchen, hier das noch abwechslungsreich zu veranstalten. Schön einzugierig von Chris Jericho hier. Aber habe ich eigentlich auch absolut nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, eigentlich müsste ich einfach nur ein schönes Wrestling-Match machen, denn Edge und Jericho machen können definitiv sehr gute Wrestling-Matches rausholen. Mal sehen, wie weit ich das hier bringen kann. Oh, da freue ich mich natürlich auf den Universe-Modus, auf den... Ah, Flapjack so in die Ecke, das wäre so geil. Auf den zweiten Universe-Modus, den wir machen werden. Also der Universe-Modus, der jetzt dann hier am Wochenende startet. Ja, das wird ja erstmal der sein, den ich mit meinem eigenen Charakter spiele. Aber der zweite wird selbstverständlich... Wow, Jericho hat ja richtig Bock. Oh, das habt ihr jetzt gehört, gell? Das war... mein Wolfpack-TV-Video, das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo das Video kommt, noch nicht draußen ist. Jawohl, das ist schön. Das heißt, später unbedingt nochmal einschalten hier auf dem Kanal, denn da gibt es das erste Greenscreen-Video von mir ever. So, jetzt kommt... Ah, jawohl! Sehr schön. Aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Achso, auf den Universe-Modus, ja. Also im ersten spiele ich ja mit meinem Charakter und im zweiten werde ich dann wieder das bewährte WWE gegen ROH bzw. WWE gegen Indie machen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn da gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten, wie dass wir Matches wie Edge gegen Jericho gucken können und die dann auch möglicherweise um den Titel eben gehen, was aber halt hier dann nochmal um einiges cooler wird, weil wir das dann tatsächlich nicht mehr selbst steuern. Und ja, das ist um einiges interessanter, als viele immer rumheulen. So, jetzt sollte ich eigentlich nochmal schnell den Signature raushauen. Oh, ist das jetzt... Sollte das nicht eigentlich der Finisher sein? Warum hat er die Walls of Jericho denn bitte als Signature? Ist das jetzt so, dass nur noch Codebreaker? Oder habe ich jetzt... Nee, den Finisher könnte ich jetzt raushauen. Schön gekontert. Oh, und dann wieder genial in den Flapjack gelaufen, könnte man sagen. Jetzt halt versuche ich mal, die Ziele zu erreichen. Die anderen sind nämlich noch versteckt. Geil gekontert. Schön, der Armbreaker noch hinterher. Und ein Arm-DDT. Ein Arm-DDT. Ah, den Spear in die Ecke konnte ich jetzt leider nicht aufhalten. Das muss ich allerdings aufpassen, weil er ja dann doch selber einen Finish hat. Jetzt werft man erstmal raus. Na komm. Ja, und jetzt der Taunton. Jawohl, zählt. Führe einen Line Tamer aus. Jawohl, das ist ganz praktisch. Oh, ist das geil. Oh, habe ich ihm da gerade den Finish... What the fuck? Habe ich ihm aber da gerade... Nee, ich habe ihm leider nicht den Finish. Ich dachte, es wäre vielleicht der Spear, den er da gerade versucht hat. Ist aber nicht so. Oh, oh, nein, ich wollte gerade Flucht aus dem Ring drücken. Nein. Nein. Shit, zu früh. Oh, ich hoffe, das war es jetzt nicht für mich. Das wäre ärgerlich. Boah, war aber knapp. Da habe ich, glaube ich, gerade sehr viel Glück gehabt. So, schnell nach unten. Und jetzt den Lion Tamer. Komm, 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 komm. Ja, nein, natürlich kontert er. Natürlich kontert er. Fuck. Oh mein Gott. Ich bin völlig im Arsch gerade. Das heißt, ich... das wird nicht gut. Ich muss mir da draußen jetzt einen Finisher holen. Weil es ist wohl ziemlich klar, dass ich voll aufs Maul kriege. Boah, der Lion Sword nach draußen. Wie geil war der denn? Allein dafür soll ich einen Signature kriegen. Oh, cool. Krieg ich sogar. Das finde ich gut. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, nicht, dass wir uns aus Versehen auszählen lassen. Gleich mal loslassen. So, und jetzt kann ich nur beten, dass ich ihn treffe. Nein! Nein, nein, Flucht aus dem Ring, Flucht aus dem Ring. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach, der hat ja erst ein Signature, aber es dürfte reichen, oder? Nee, guck mal, ist wieder größer geworden, der Balken. Nee, doch, er hat doch einen Finisher. Jetzt kommt Line-Tamer, Line-Tamer, Line-Tamer. Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Leute, der hat drei Finisher.
Der hat drei Finisher. Oh mein Gott. DDT auf den Apron. Das war jetzt ein OMG-Finisher, ne? Deswegen hat er jetzt nur noch zwei Finisher. Ein OMG-Moment. Ja, fuck. Warum konnte er denn zweimal meinen Line-Tamer? Was soll denn das? Oh, der kontert ja alles. Puh. Das dürfte interessant werden. So. Was? Ja, da muss ich jetzt eigentlich auf Nummer sicher gehen. Egal, jetzt geht er eh zurück in den Ring. Ich muss jetzt versuchen, den draußen zu landen, ansonsten... Außer die auf... Oh, scheiße. Ah, mal gucken. Ich versuche den jetzt echt lieber draußen zu zeigen. Und schnell wieder raus. Alles andere ist mir jetzt zu gefährlich. Okay, schöner Armdrag. Jetzt kommt. Jetzt ist die Frage, einfach auslaufen lassen oder soll ich den Signature wirklich raushauen? Nee, den Codebreaker will ich ja eben nicht. Scheiße, jetzt konnte ich auch gar nichts mehr. Oh, das wird jetzt etwas schwieriger. Jetzt hat er wieder einen Ring. Mach nicht, dass ich noch ausgezählt werde. Oh, das ist eine gute... Komm, 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 komm! Das ist nicht wirklich wahr, oder? Er hat mir nicht gerade wirklich ein Spear verpasst. Oh mein Gott, ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Er hat mir gerade ein Spear verpasst. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Fuck. Fuck, fuck. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Er hat schon wieder vor einem Signature. Das gibt's doch gar nicht. Nein, ich hätte Flucht aus dem Ring. Flucht aus dem Ring. Fuck. Okay, jetzt brauche ich Glück. Boah. Der war richtig stark. Aber es klappt eh wieder nicht, wenn ich es im Ring mache, oder? Hey, das gibt's nicht. Hey, das gibt's nicht. Das ist doch unrealistisch. Da steht ja wohl, führe einen Lion-Tamer aus. Was soll ich denn machen? Kann mir das mal einer erklären, was das soll? Hey, was soll ich mir denn bitte noch alles geben? Damit der den nicht kontert. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oder ist er noch nicht kritisch? Aber das steht ja nicht da. Hat er nicht gerade zweimal Tour gesagt? Ich versuche jetzt mal mit etwas Glück. Etwas Glück. Wenn er den jetzt draußen auch kontert, dann reicht's mir im Übrigen. Was Edge alles raushaut. Ja, genau. Ich hätte ihn jetzt so eigentlich mit dem Codebreaker abfangen können. Das wäre bestimmt episch gewesen. Na, komm schon. So, und jetzt bitte, bitte sag mir, dass du den nicht konterst. Ja! Ja! Er kontert ihn draußen nicht! Und jetzt führe einen Codebreaker aus und siege innerhalb von 10 Sekunden. Yes! Das ist machbar! Das ist machbar. Es ist hart, aber es ist immer noch machbar. Außer der rollt mir jetzt im Ring, aber. Nee, das macht er nicht. Nein, 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 nein! Oh, gut, dass ich jetzt Flucht aus dem Ring hatte. Ja, jetzt reicht's aber. Komm du mal her. Ganz ehrlich. Wenn schon, dann lassen wir es wenigstens gerade. Ich krieg's wahrscheinlich eh wieder selbst ab, oder? War doch klar.
Warum war das klar, hä? Ja, Edge, bist der Beste. Was soll denn das? Es ist ja teilweise richtig unfair. Ich muss jetzt in den Ring und muss ihm den scheiß Codebreaker verpassen, wenn er den kontert. Dann flippe ich aus. Braucht den Signature. Wie lange er jetzt auf die 8 gewartet hat. Oh, gut, dass er mich noch nicht greifen konnte. Oh, jetzt kann er's. Nein, ich Idiot. Oh shit, jetzt bin ich zu nah am Ring. Nein. Boah, ich komm da raus. Oh, weg. Ich will das jetzt echt schaffen. Puh, damn it. Als Überraschungseffekt? Nein. Jetzt bin ich wieder im Ring. Oh, interessant. Okay, ich hab den Signature. Nein. Ja, okay, das ist nicht so schlimm. Gott sei Dank darf ich auch mal wieder was zeigen. Oh, mein Plan wäre halt jetzt echt, dass er mir den Finisher stort. Edge kommt rein. Codebreaker. Komm, das wäre so geil. Ja, geil. Oh mein Gott. Ist das perfekt. Das hätte ich jetzt echt nicht mehr gedacht, dass ich das pack. Was für ein Match, ey. Super spannend. Geil. Super geil, Leute, dass ich das noch mit allen historischen Zielen geschafft habe. Ich hätte es echt fast nicht gedacht, denn es war jetzt richtig schwer. Vor allem, weil Edge halt einfach pervers viel gekontert hat. Und dann ging mein Plan auf. Er rutscht rein. Codebreaker. Zack, bumm. Geschafft. Wahnsinn. Geil. Gefällt mir gut. Jetzt haben wir John Cena gegen Batista. Das Match, auf das viele gewartet haben. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, dann sehen wir uns im nächsten Part von WWE 2K14 wieder. Haut rein.